Heute sehen wir uns den Einstieg in die Yamaha Aventage-Serie an, nämlich den RX-A 2A. Was ihn so besonders macht, wo er sich unterscheidet zu seinem kleinen Bruder, dem V6A, das erfahrt ihr heute im Video. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Jan, herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du heute auch wieder da bist. Grüß dich. Danke für die Einladung. Julian, du als Produktspezialist bei Yamaha, du kannst uns heute also ein bisschen erleuchten zum Thema A2A. Und der A2A ist einer meiner geliebten AV-Receiver, weil wir haben hier ein richtiges Aventage-Produkt. Das ist also was ganz Besonderes, was die Verarbeitung und auch was den Klang betrifft. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und ja, was ist es denn jetzt hier für einen Receiver überhaupt? Grundlegend gesagt, es ist ein Heimkino-Receiver, 7-Kanal-Receiver. Du hast hier natürlich deine klassischen 7 HDMI-Eingänge mit 3 Stück bei 8K 60 Hertz, 4K 120 Hertz. Du hast deine klassischen Inputs für einen Plattenspieler. Du hast deine standardmäßigen, auch einen Kopfhörerausgang. Du hast deine HDR 10 Plus drinnen und so weiter und so fort. Spezielle Gaming-Modi auch mit drinnen für die Leute, für die paar unter euch, die auch gerne mal spielen. Auch super geeignet. Und heißt konkret, Gaming-Modi, ALLM, genau. VRR, ja. Wird also alles unterstützt. Genau. Und klar, die Auflösungen auch, HDMI 2.1 entsprechend dann für die ersten 3 Anschlüsse. Und die anderen 4, die da sind, die sind ja auch noch bis 4K 60 Hertz, also HDMI 2.0a kompatibel. Exakt. Jetzt haben wir einen 7-Kanal AV-Receiver, bedeutet, wir können hier auch richtig Dolby Atmos machen. Yes, ja? Du kannst hier wirklich 2 Höhenlautsprecher dezidiert anschließen oder der Zone 2, wenn du willst. Mhm. Also kommt mich hiermit schon in den Genuss von 3D-Sound. Und die Anschlüsse hattest du ja alle schon angesprochen. Da ist man aber nicht nur anschlussmäßig flexibel, sondern wir haben ja auch eine tolle Konnektivität. Wir sind ja hier noch mit Bluetooth und WLAN, haben wir hier auch noch ein paar Möglichkeiten. Natürlich hier auch die Möglichkeiten, Analogradio, Digitalradio, Internetradio zu hören. Bluetooth, AirPlay, Alexa, Spotify Connect, Tidal Connect, alles mit drinnen. Aber das Wichtige und das, was auch für Yamaha hier wichtig ist, ist Musiccast, wo du hier auch die Möglichkeit hast, nicht nur die Multiroom-Möglichkeiten von Musiccast zu nutzen, die wir ja natürlich alle kennen, sondern eben auch Musiccast Surround. Bedeutet, du kannst Musiccast-fähige Geräte, 20er oder 51er oder 250er, als Surround-Lautsprecher für hinten nutzen und somit vielleicht dem oder derjenigen, die sagen, ich möchte hier Surround-Lautsprecher nicht unbedingt verkabeln, aber ich möchte sie trotzdem mithaben, kannst du hier auch abdecken. Kann man die Musiccast 20 kabellos quasi als Surround-Speaker zum Beispiel mit anbinden oder eben entsprechend den passenden Subwoofer, ist auch möglich. Musiccast, das ist auch, finde ich, eine tolle Sache bei Yamaha, weil ihr das wirklich eiskalt, konsequent durchzieht, jetzt über viele Jahre. Man ist also sofort in diesem Multiroom-System drin. Das heißt, ich kann über eine App die Musik im ganzen Haus steuern, also alle Musiccast-fähigen Geräte und eben auch den AV-Receiver. Ich brauche also nicht nochmal irgendwie einen smarten Speaker, sondern der AV-Receiver macht das direkt. Exakt. Und jetzt haben wir hier, ich habe es eingangs schon gesagt, ein echtes Aventage-Gerät. Und Aventage heißt was nochmal genau? Audio Video Entertainment for the New Age. Jawohl. Dafür steht's. Und dahinter steckt im Prinzip ein extremer Anspruch an die Verarbeitung und an die Tonalität, was ja Hand in Hand geht hier, weil ihr ja mit diesem Aventage-Design, ich glaube, da gibt es nochmal einen eigenen Namen für das Gehäuse-Design selbst, gell? Genau, also das Gehäuse selbst, es ist das Aventage-Design, aber was es so speziell macht drinnen, das Art Wedge, den 5. Standfuß, der eben für mehr Verbindungssteifheit und für weniger Vibrationen im ganzen Gehäuse, im ganzen Produkt. Also das heißt, ich bekomme vor allen Dingen jetzt auch gegenüber dem V6A, der ja auf dem Papier erstmal, und das sind viele Kunden tatsächlich oft irritiert, die kommen dann in den Laden hier zu uns und wollen da mal reinhören und naja, und auf dem Datenblatt und auch bei euch auf der Homepage, ja, sieht man eigentlich erstmal gar keine Unterschiede. Aber deswegen machen wir ja heute auch das Video. Der erste Unterschied ist schon mal das Design. Ich habe also das Aventage-Design, das ist natürlich extravagant, das sieht super hochwertig aus. Dieser schöne große Knopf in der Mitte, hochglänzende Oberfläche, die ganzen Gitter on top. Also das ist kein AV-Receiver, den man unbedingt verstecken muss. Der darf sich wirklich sehen lassen, finde ich. Gefällt mir also irre gut. Und die Besonderheit, du hast es schon gesagt, der 5. Fuß und eben verschiedene Dinge, die sich klanglich tatsächlich auch positiv bemerkbar machen.
weil sie ja Vibrationen minimieren. Genau. Also Christian, super, dass das du ansprichst. Mir ist es genauso gegangen, als ich die Produkte eben zum ersten Mal gesehen habe. V6A, A2A, Specsheets verglichen miteinander, ident. Mhm. Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter und da merkt man jetzt eben auch die Avantage DNA. Mhm. Eben, ich habe es dann wirklich in die Hand nehmen müssen, die Bauweise, wie das konstruiert ist, auch eben dieser fünfte Standfuß, der dafür sorgt, dass es eben so schwingungsarm wie möglich ist, das sogenannte Art Wedge. Was eben hier auch von Yamaha mit einem Commitment und hinterlegt ist, dass es hier nicht mehr nur 2 Jahre plus 1 Jahr Garantie für Registrierung gibt, sondern wir machen jetzt 2 Jahre plus 3 Jahre Garantie, bedeutet 5 Jahre für den Endkonsumenten bei Produktregistrierung. Mhm. Ah ja, also das sind also Dinge, die, wie schon erläutert, sich positiv auf den Klang auswirken können. Was mir hier aber im Heimkinobetrieb eben auch super gut gefällt bei Yamaha, und ich finde, das macht Yamaha so wie kein zweiter am Markt, ist die Sprachverständlichkeit verbessern. Da gibt es also diesen Punkt, Dialoglevel, kann man also während des Films einfach mit der Fernbedienung die Dialoge lauter machen. Und das ist einfach so genial, weil du kannst dann auf einmal am Abend deinen Film leiser schauen. Ne? Du machst nur die Stimmen lauter und hockst nicht den ganzen Abend an der Fernbedienung, weil entweder sprechen die davon zu leise, du machst wieder lauter. Ja? Im nächsten Moment schießt jemand, es fliegt eine Bombe, was auch immer. Es ist viel zu laut, du bist wieder am Runterregeln. Und wenn die wieder weitersprechen, musst du wieder lauter machen. Und so geht es dann den ganzen Abend. Das macht keinen Spaß. Und da hat Yamaha eben diese besonderen Features, die genial funktionieren, Dialogpegel. Und da ist es ganz egal, ob die Stimme aus dem linken Lautsprecher vorne, aus dem rechten hinten, aus dem Center, egal wo die herkommt, es werden einfach nur die Dialoge lauter gemacht und es funktioniert. Es funktioniert und unsere Kunden lieben das, ich liebe das. Es ist wirklich ein geiles Feature, muss man einfach sagen. Da gibt es natürlich auch bei diesen Geräten super viel einzustellen. Also es gibt ganz viele Klangverbesserer, die die Musik hochrechnen, höher auflösend machen. Es gibt Dynamik-Limiter, es gibt verschiedene Mixer, die man verwenden kann. Also jede Menge Features, da blickt ein normaler Mensch kaum durch. Ja? Und dafür haben wir aber für euch als Heimkinoraumkunden die Heimkinoraum Edition entwickelt. Das heißt, wenn ihr so ein Gerät bei uns kauft, dann bekommt ihr von uns kostenlos mit an die Hand die optimalen Einstellungen zum Musikhören, zum Filme schauen und auch für den nachbarschaftsfreundlichen abendlichen Filmbetrieb, na, wo man eben eine bessere Sprachverständlichkeit hat, die Dynamik etwas komprimiert ist, der Subwoofer nicht so stark ist, ihr aber trotzdem noch alles vom Film verstehen könnt. Und wenn man jetzt da mal reinhört, es ist ein richtiger Yamaha AV-Receiver. Das heißt, ich habe schon diesen charakteristischen Klang, was mir unglaublich immer Spaß macht bei den Yamaha AV-Receivern. Die sind sehr klar, die sind schon sehr auflösend in den Höhen. Ja? Da stehe ich total drauf, auf diesen super auflösenden Sound. Und man hat eine unglaublich gute Räumlichkeit. Gerade beim Filmeschauen macht es viel Spaß. Da gehört aber natürlich ja auch die Einmessung dazu. Ja? Und die ist ja bei euch eine ganz besondere. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Immer für jeden Heimkinoverstärker, wenn ich einen Heimkinoverstärker nicht einmesse quasi und nur anstecke, ist er quasi blind. Der spielt dir den Raum an, der spielt dir die Lautsprecher an, wie es auch ist. Und Yamaha, uns ist es hier ganz, ganz wichtig mit dem YPAO-Einmesssystem eine möglichst benutzerfreundliche, einfache Möglichkeit zu bieten, das System einzurichten. Dass du auch als Mensch, der sowas vielleicht noch nie gemacht hat, das Mikrofon anstecken kannst, dir kurz vielleicht ein super Setup-Guide-Video anzuschauen, wie man richtig einmisst. Das verlinken wir hier unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Jawohl. Mega Video. Und dann auch wirklich sagst, okay, in 30, 60 Minuten klingt das Ding hausnummern besser. Ohne, dass ich ausgebildeter Tonmeister sein muss. Sondern, richtig. Ja, das ist also wirklich ganz leicht. Und das Einmessverfahren funktioniert gut. Es wird also im Prinzip die Raumgröße berücksichtigt. Was habt ihr für Lautsprecher? Wo stehen die Lautsprecher? Wie verhält sich die Akustik in eurem Raum? Und dann wird eben ein optimales Klangbild gerechnet für eure Sitzposition und das Ganze passiert mehr oder weniger vollautomatisch. Ihr müsst nur das Mikrofon an der richtigen Stelle positionieren und los geht der Spaß. Und
gerade hier so ein 7.1-System, was man ja hiermit betreiben kann. Ich empfehle euch an der Stelle unbedingt, macht kein 7.1-System im klassischen Sinne mit zwei Surround-Backlautsprechern, sondern geht den Schritt zu Dolby Atmos, nehmt zwei Höhenlautsprecher, weil euch das einfach klanglich vom Erlebnis her ins nächste Level hieft und ihr ja diesen 3D-Sound einfach genießen könnt. Und das ist wirklich ein einhüllender Klang, der so viel mehr Spaß macht wie das klassische Surround. Also eine ganz klare Empfehlung. Und wenn wir jetzt nochmal einen Vergleich ziehen zu dem V6A, der ja auch schon verdammt gut ist für den Preis. Der kostet ja noch ein paar hundert Euro weniger. Das ist also schon ein preislichen Unterschied und wir hatten es ja schon gesagt, schwer zu verstehen auf den ersten Blick an den technischen Daten, die Unterschiede auszumachen. Im Filmbetrieb würde ich sagen, höre ich einen Unterschied. Der ist gar nicht so riesengroß. Ja? Tatsächlich, im Stereobetrieb habe ich das Gefühl, da tut sich sogar noch ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, ob das nur zurückzuführen ist auf das Art Wedge Design oder ob da noch mehr getan wurde. Ja, natürlich. Also da muss man auf der einen Seite sagen, natürlich die größeren Ladekondensatoren, die tun ihren Teil dazu. Die sorgen halt natürlich auch für mehr Punch, natürlich auch für mehr Dynamik. Aber, und das ist das Essentielle dahinter, im Aventage Design wurde nicht nur an der Optik und an der Oberfläche designt, sondern auch am Sound designt. Hier wurde nochmal viel mehr ins Detail gegangen, viel mehr in den feinen, natürlichen, echten Klanggenuss hineingegangen. Was ja an sich, wenn wir jetzt Puristen sind und uns Stereoverstärker anschauen, ein Heimkinoverstärker hier nicht sein soll, darf, kann. Aber Aventage soll die Brücke hier schlagen. Also das ist tatsächlich schon was, wo ich durchaus meine, dass man das hören kann. Also der Unterschied klanglich vom V6A zum A2A. Der A2A, der ist irgendwie ein bisschen spritziger, schneller, dynamischer. Und ich finde, dass er mehr diesen natürlichen Charakter von diesen Aventage-Receivern widerspiegelt. Das heißt, ja, der ist super fein auslösend, aber wenn ich hohe Lautstärken fahre, ist er nicht so überspitzt, sage ich jetzt mal. Da ist er ein bisschen softer, so kommt es mir zumindest vor. Und ein bisschen ausgewogener. Es ist kein Weltenunterschied. Also tatsächlich, finde ich, ist der ein extremes Schnäppchen. Ja? Er ist wirklich sehr preiswert für das, was er kann. Aber klanglich ist es schon nochmal ein kleiner Schritt zum A2A. Also das kann sich schon lohnen, wenn man darauf Wert legt. Absolut. Also Christian, da muss ich nochmal einhaken. Unbedingt. Hier hat auch Yamaha in den letzten 10 Jahren einen großen Schritt getan. Für Puristen natürlich hörbar. Sie haben den Klang etwas mehr europäisiert, würde ich fast sagen. Es ist dieser asiatische Klang, dieses kalte, präzise, sterile, auch etwas anstrengende. Sagen, hier bei uns. Das hört niemand. Das wage ich mich nicht zu sagen. Ich komme ja selbst aus der Musik. Für mich ist es ja klanglich immer, wenn es so soll es klingen. Aber es ist ja auch so irgendwann einmal, dass du manchmal, so ist mir mit Kopfhörern gegangen, dass ich nach 1-2 Stunden gemerkt habe, jetzt wird es viel. Und der Kopfhörer sagte, was willst du, lieber Kunde, so klingt die Hi-Hat nun mal. Und da hat sich Yamaha auch stark verändert, dass es hier mehr dem Zuhörer entgegenkommt. Zwar immer noch rein, immer noch präzise ist, aber nicht mehr so scharf. Und das ist eben in der Aventage-Serie ganz klar verwurzelt. Mhm. Herr Julian, mein Fazit, der A2A ist eine absolute Empfehlung, gerade wenn man eben hier einen besonderen Anspruch hat an die Verarbeitung, die gigantisch ist, mit 5 Jahren Garantie, mit einem spitzen Sound, mit einer tollen Raumakustikmessung und vor allen Dingen mit einer stets herausragenden Sprachwiedergabe. Ja, also das alles macht ihn einfach zu einem richtigen Talent, gerade eben in dieser Preisklasse. Und Julian, wem würdest du denn jetzt den A2A empfehlen und wem den V6A? Super Frage natürlich, Christian. Also, den V6A, den muss man mal herausstreichen als Preis-Leistungs-Knaller. Absolut. Mhm. Ist ein super Produkt. Es hat alles an Anschlüssen, was man in dieser Preisklasse sich erwarten kann. Das ist ein fantastisches Produkt. Jedoch, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir selbst noch den Kick mehr bieten, ich möchte das Ticken mehr an Erlebnis haben, ich möchte hier in eine einmalige Investition, Heimkino-Verstärker ist ja eine einmalige Geschichte,
zu sagen, gut, ich möchte das mehr haben an Erlebnis für die nächsten Jahre, dann ist der A2A das Richtige. Julian, vielen lieben Dank für deinen Input. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.